Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Knight Fallen Order. Ja, dann scannen mal. Und warte, escape. Buckling Gang. Buckling Gänge. Achso, Gang. Wupsi. Buckling-Gänge verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bucklinge können täglich 5 Meter weit graben. Ui. Sie arbeiten in Hecheln oder großen. Sie arbeiten in Hecheln. Was ist das? Weiß ich nicht. Oder großen Rudel zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangsystems. Oder Gangsystems, ja. Ich bin so gespannt, also was das da hinten ist. Also irgendwann kommen wir ja da hin. Was macht ein BD-8? Irgendwann kommen wir ja da hinten hin. Also wir müssen sicher noch ein paar Mal hier her. Und ja, an sich sieht es voll schnucklig aus ein bisschen. Also ich will das gar nicht töten, aber wahrscheinlich müssen wir. Warte, hier ist der Eingang. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord, wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD-1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Die hat eins, krass. Geil. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Oh. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. So, bevor es losgeht. Das ist cool. Muss ich noch was wissen? Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Ach krass, ja stimmt, wir... Oh, da hat sich eine Escape, mehrere Einträge. Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Nachdem sie erklärt hatte, die Macht nicht mehr zu nutzen, schickte Kiri Karl in ein altes Gewölbe. Unterwegs traf... Ja, okay. Das ist quasi die Zusammenfassung.
Gut, ja cool. Wir können jetzt hier weitermachen oder... Ah, wir können noch mit ihr reden. Sia. Hat ihr die Macht überhaupt noch? Ja. Aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Das war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Weil ich weiß, wie es ist, ohne sie zu leben. Okay, ich versuch's weiter. Ja, also ich find's interessant, dass die beiden hier genau unterschiedliche Wege gegangen sind. Also sie hat quasi die Schuld in der Macht wahrscheinlich, oder in der, also in der Macht zugeschrieben, also... und deswegen unterdrückt sie die jetzt und will nichts mehr mit Jedi zu tun haben. Und wir hier, wir haben sie zwar auch, also wir haben sie nicht unterdrückt, wir haben sie verloren. Und wir wollen sie jetzt quasi wiederfinden. Andere Jedi zum Beispiel waren ja Ahsoka Tano. Die wurde ja aus dem Jedi-Orden verbannt und hat aber trotzdem die Macht nicht... ignoriert, sondern sie ist halt zum weißen Jedi geworden. Genau. So viel dazu. Legen wir den Kurs fest. Gut, suche auf Sepho nach alten Gräbern. Hier ist Sepho. Hier sind wir. Hier ist Dathomir. Also an sich würde mich gerade Dathomir mehr reizen, weil ich erkenne halt Dathomir von Clone Wars und also von den Serien, von den Star Wars Serien. Und ich bin mega gespannt, wie sie das aufgebaut haben. Und Sepho, das ist glaube ich so, dass die wollen, dass wir zuerst nach Sepho gehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe zuerst nach Dathomir. Also Dathomir war sogar schon bei den Jedis ein Planet, den sie eher selten besucht haben, beziehungsweise gar nicht. Aber damals gab es den dunklen den Schwesternorden noch. Der wurde ja ausgelöscht. Ja, komm. Wir gehen nach Dathomir. Ich bin mal gespannt, also... Moment, ich soll nach Dathomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Ja. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Ja. Sie nutzen die Macht? So wie die Jedi? Nee, anders. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende bei einem Massaker fast ausgerottet. Dathomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Da kann man zum Beispiel der... Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Wollte ich die ganze Zeit schon. Da kam nur zum Beispiel der Darth Maul her. Nice. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Sekunde. Okay. Gefährlicher und tödlicher Ort, ja, das stimmt. Ja, Schwestern der Nacht, genau, so hießen sie. Alter, es macht einfach so Laune, dieses Lichtschwert anzumachen.
Dieses Geräusch ist einfach legendär. Ja, Dathomir. Ich bin mal sehr gespannt, weil... hier hoch. Nicht? Okay, ich dachte hier hoch. Wo dann? Doch, ich muss doch hier hoch. Hä? Ich muss... Ah. Oder ich gehe da hoch. Gut. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Wubiu. Das war knapp. Ein Ding. Oh. Das sieht nicht freundlich aus. Ja, das sieht nicht sehr freundlich aus, das stimmt. So, ja, aber ich muss da jetzt hoch. Ich wette, ich muss dahin. Oder ich kann auch hier lang. Ich bin halt... Wohin willst du? Oh! Okay, scan mal. Ich sehe nach. Durch Scannen bekommt man ja auch nochmal XP, das ist super. Okay, kann Fernangriffe mit giftigen Speichel ausführen. Genau, das haben wir ja gerade gesehen. Aber das mit den explodieren, also ja. Gut, dann. Bubu bibu. Ah ja, das da. Bitte scannen. Vielen Dank. Okay. So. Was ist das? Oh. Ja, Bestattungskapsel, genau. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsriten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magisches Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten und mit einem Schutzzauber belegt, während der Leichnam mit duftenden Ölen balsamiert wurde. Ja. Genau, da kam bei der Schlacht um Dathomir kam da eine Armada von untoten Schwestern der Nacht hervor. Das war echt. Die haben dann gegen General Grievous gekämpft. Zum Beispiel. Gut. Ah, hallo. Muss ich gegen den kämpfen? Ich glaube nicht. Der packt da ein bisschen rum. So, da oben ist noch einer. Wow, hallo. Kommst du hoch? So. Ich wette, irgendwann muss ich gegen den kämpfen. Etwas Hilfe vielleicht, BD1. Wow, der kann ja heftig. Ich wollte eigentlich so einen Sprungangriff machen, aber es geht wohl nicht. Okay, da, also, ja, auf dem Gebiet sollte ich vielleicht nicht mit dem kämpfen. Ich brauche mehr Platz zum Ausweichen. Ja.
So. Dann muss ich nochmal zu ihm. So. Ach, die Flöte ist halt. Also ich finde es so lustig, wenn es. Es gibt ein paar Töne, die einfach so typisch. Schnauze hier. Der weicht nicht mehr aus. Hä? Der weicht nicht mehr aus. Wieso? Y ist doch ausweichen. Also was die letzten Folgen. Oh Mann. Nee. Einstellungen. Ausweichen C. Ach, ich habe C gemacht. Okay. Entschuldigung. Oh Mann. Tja. Und Leertaste ist springen. Und Leertaste ist springen. Was ist denn los? Hä? Wieso? Warum? Was passiert hier gerade? Wieso springt er nicht mehr? Ja, jetzt? Hä? Ich weiß wirklich nicht, was was da jetzt frag nicht. Okay, wir haben nur noch sehr wenig Leben. Stem? Ich dachte, man könnte den so von hier oben angreifen. Hallo. Oh, ich bin ja doof. Ich hätte gar keinen Slim nehmen müssen. Aha. Das war knapp. Ich brauch einen. Schnell. Wieso kann ich den nicht mehr von oben angreifen? Hey, hier drüber, Digga. Hier drüben, Digga. Ups. Ja, jetzt klappt das sicher mit dem. Puh. Vielleicht war es doch zu früh herzukommen. Aber wobei, beim Frosch bin ich ja auch zigtausendmal gestorben. Ja, was machst du da? Kann ich den? Nein. Ja. Der hängt fest? Doch nicht. Na komm. Ja, brav. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Das ist gut. Na, kommst du? Na? Na komm. Ja, komm.
Hui! Hui! Na komm! Na komm! Oder auch nicht. Dann gehe ich mal hier hoch. Und dann mache ich das gleiche nochmal, ne? Na? Ja, wo ist er hin? Da oben. Oh, ich dachte, oh Gott. Ich seh's mir an. Der war doch tot. Oh Gott. Setze auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven und unerbittlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren. Kann man die abwehren? Kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Oh, okay. Hilft mir mal jemand? Danke. Jemand? Gut. So. Oh Mann. Weg da. Da geht's runter. Ich kann. Okay, dann ich gehe mal kurz hier hoch. Nee, gehe ich nicht. Okay. Map. Genau, da oben kann ich und da oben kann ich. Uiuiui, die sind aber schon ein bisschen toxisch. Oh oh. Da hängen ja noch ein paar von denen. Okay, hier ist nix. Ah, von hier aus hätten wir auch hochgekommen, okay. Können wir da hoch? Was ist da drüben? Da können wir dahin. Ah, da kommen wir vielleicht. Da kommen wir später zurück. Alles klar. Wer hat hier ein Lagerfeuer gemacht? War das ihr? Okay. Nice. Nicer Dude. Wieso ist hier überall noch Feuer? Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Warte. Gibt's da etwa noch Schwestern der Nacht? Eigentlich nicht. Viele Jahre vor ihrer Auslöschung kamen die Schwestern der Nacht in dieser Gegend zusammen, um ihre Magie zu trainieren. Ja, wobei, also es könnte... Oh oh. Es könnten wirklich noch Schwestern der Nacht leben. Wobei der Großteil wirklich tot ist. Also auf jeden Fall ist die Mutter ist tot. Auf jeden Fall. Oh, da oben gibt's ja was. Nice. Ja, es war nur ein weißes, aber egal. Hey. Das glaube ich, weißes glaube ich. Was ist das, BD1? Skin, genau. BD1 Skin. Okay. Rot. Weiß-Rot oder Gelb? Genau, Gelb ist dieses Premium-Ding, aber Gelb mag ich nicht so. Ja, doch. So ist das schon cool. Wir hätten auch von hier rüber gehen können. Habe ich natürlich gesehen, also. Ist ja klar.